Hallo Leute, heute geht es um das Hochzeitsbudget. Ihr kennt ja bestimmt viele Hochzeitsblogs, die ganzen Magazine und Zeitschriften und die unglaublich schönen Reportagen, die man dort sehen kann. Und das ist natürlich ein bisschen fies, weil man auf einer Hochzeit immer so viele schöne Sachen machen könnte. Ich habe selber als Planerin schon viele solche Shootings umgesetzt und deshalb weiß ich, dass dort jeder Dienstleister versucht, sein Bestes zu geben, weil er auch das Beste von sich zeigen möchte. Bei einer echten Hochzeit hat das Beste natürlich seinen Preis. Damit ihr mal ungefähr wisst, wie viel eine Hochzeit kostet, die ihr in solchen Magazinen seht, also mit Kaffee und Kuchen, mit einer schönen Torte, mit einem schönen Kleid, mit der aufwendigen Dekoration und dem, was ihr eben aus den Magazinen kennt, dann liegt ihr in Bayern bei einer Hochzeitsgesellschaft mit ungefähr 80 Personen bei 20.000 Euro. Das ist ein Haufen Geld. Aber dann seid ihr ungefähr auf dem Niveau, was ihr aus den Zeitschriften kennt. Wenn euch jetzt nicht ganz so viel Geld zur Verfügung steht oder nur ein kleiner Bruchteil davon, dann erfahrt ihr hier in diesem Video jetzt einige Spartipps. Ich wünsche euch viel Spaß und hier kommen meine Tipps für euch. Wie ihr schon gehört habt, man kann auch mit einem kleinen Budget eine wirklich tolle Hochzeit organisieren. Dabei ist einfach nur wichtig, dass ihr euch selbst Prioritäten setzt und dass ihr realistisch seid. Man kann dann natürlich nicht alles haben, es ist aber auch in den meisten Fällen gar nicht nötig. Das Allerschlimmste, was ihr machen könnt, ist einfach so drauf loszukaufen, ohne am Schluss einen Überblick über euer Budget zu haben. Zum Budget, was ist damit eigentlich gemeint? Ich meine damit eine Summe, die euch aktuell zur Verfügung steht, die ihr zu Hause habt, die ihr auf eurem Konto habt, die ihr euch vielleicht angespart habt, geerbt habt, gewonnen habt, egal. Auf jeden Fall Geld, über das ihr jetzt verfügen könnt. Nicht über Geld, das ihr vielleicht dann nach der Hochzeit noch bekommt. Da gebe ich euch gleich den ersten Tipp. Plant mit dem Geld, das euch zur Verfügung steht und erhofft nicht, dass sich diese Hochzeit durch Geschenke refinanziert. Was glaubt ihr, ist bei der Hochzeit der kostenintensivste Punkt? Könnte das das Brautkleid sein oder vielleicht eure Band am Abend? Oder sind es tatsächlich die Gäste? Deshalb mein erster Tipp an euch, überlegt euch, wie viele Gäste könnt ihr euch leisten und wie viele von diesen Gästen wollt ihr wirklich auf eurer Hochzeit dabei haben. Ich gebe euch mal ein kleines Beispiel. In Süddeutschland könnt ihr ungefähr pro Person mit einem Preis ab 100 oder ab eher noch 120 Euro rechnen, was euch der Gast am Hochzeitstag kosten wird. Da habt ihr dann Kaffee und Kuchen dabei, einen Sektempfang und ein nettes Abendessen. Ihr solltet dann immer, wenn ihr so eine Pauschale bucht, fragen, welche Getränke inklusive sind und bis wann diese Pauschale gilt, zum Beispiel bis 22 Uhr und ab welcher Zeit dann die Preise sich verändern. Jetzt könnt ihr euch schon anhand dieses Beispiels ausrechnen, 100 bis 120 Euro macht einen Riesenunterschied, ob ich 50 Personen habe oder ob ich 100 Personen habe. Es kommen noch ganz viele Dinge dazu, die ihr pro Gast hochrechnen könnt. Zum Beispiel die Einladungskarten. Da könnte man auch zwischen 5 und 40 Euro pro Person rechnen, was eine Einladungskarte kostet. Ihr müsst bedenken, auch wenn ihr eine Hochzeitstorte bestellt, ihr zahlt dort, wenn ihr so eine klassisch schöne Hochzeitstorte haben wollt, die ihr aus den Magazinen kennt, pro Stück ab 7,50 Euro ungefähr. Das ist ein einfaches Design. Nach oben hin gibt es keine Grenze. So ein Stück kann auch 13 Euro kosten. Auch ein Riesenunterschied. Bestelle ich für 50 Leute oder für 100 Leute eine Hochzeitstorte? Dazu kommt noch, dass meistens ein Stück für eine Person gar nicht reicht, sondern man eher mit 1,5 Stücken reicht. Ihr seht also, die Gästeanzahl ist einer der größten Kostenfaktoren und deshalb solltet ihr euch hier als allererstes Gedanken drüber machen, wen ihr wirklich dabei haben wollt. Mein nächster Tipp an euch ist, erstellt gemeinsam eine Prioritätenliste. In meinen Augen ist es ein großer Fehler, alles haben zu wollen und dafür an der Qualität zu sparen. Wenn ihr auf euer Budget gucken müsst, was eigentlich jeder tun muss, egal wie groß es ist, würde ich immer an eurer Stelle meine Prioritäten aufschreiben und danach das Geld verteilen. Wenn ihr zum Beispiel sagt, der Fotograf ist mir besonders wichtig, weil ich von den Bildern langfristig was habe, dann sucht euch jemand aus, der Ahnung von seinem Geschäft hat und der euch auch am Schluss eine gute Qualität liefern kann. Es macht überhaupt keinen Sinn, alles haben zu wollen und bei allen Punkten zu sparen. Einigt euch auf wichtige Dinge, zum Beispiel
legt Wert auf die Qualität des Abendessens und spart dafür am Nachmittag am Kuchenbuffet. Ihr könntet eine kleine Torte kaufen zum Anschneiden, dass ihr schöne Bilder habt, und eure Familie, eure Mamas oder Tanten bitten, dass sie euch einen Kuchen für euer Kuchenbuffet beisteuern. So habt ihr dann alles, vielleicht noch mit Liebe gemacht, setzt aber eure Priorität auf das Abendessen und könnt euer Budget dann sinnvoll einsetzen. Ein weiterer Tipp, den ich euch noch geben möchte, ist, wir haben schon gehört, man kann an verschiedenen Stellen sparen. Ich würde nie bei der Musik am Abend sparen. Mit dem DJ oder der Band steht und fällt euer Fest. Jemand, der das professionell macht, der auf die Leute eingeht, entscheidet am Schluss darüber, ob eure Tanzfläche voll ist oder ob sie leer ist, ob eure Party richtig cool wird oder ob sie eher negativ in Erinnerung bleibt. Und genau das ist es, was passieren wird. Es wird dann keiner am Schluss sich denken, ja wow, das Essen war echt genial, wenn eure Party wirklich stinklangweilig war. Eine eigene Playlist, ihr kennt euer Publikum selbst am besten. Ich würde aus professioneller Sicht davon abraten. Ihr könntet aber zum Beispiel eine Aufteilung machen, wenn ihr sagt, eine Band für den ganzen Abend ist einfach viel zu teuer, dass sie vielleicht nur von 18 bis 22 Uhr spielt und danach kommt erst ein DJ. Oder ihr lasst die Band ganz weg und sucht euch dafür einen DJ, der aber auch wirklich was von seinem Business versteht. Der eure Gäste abholt, der zur richtigen Zeit die richtige Musik spielt und ihr am Schluss wirklich schön feiern könnt. Ihr könnt hier wieder an einer anderen Stelle sparen, zum Beispiel die Candy Bar. Wenn ihr eh schon Kaffee und Kuchen habt, dann braucht kein Mensch eine Candy Bar. Lasst es einfach weg, spart euch das Geld, überlegt euch, ob ihr eine Fotobox wirklich braucht oder ob ihr ein paar Polaroid-Fotokameras kauft und eine nette Ecke erstellt, wo ihr Accessoires hinlegt. Da könnt ihr euch auch 250 bis 400 Euro sparen und investiert dieses Geld dann lieber in einen DJ und habt eine schöne Party. Noch ein Tipp, der mir wirklich am Herzen liegt, weil ich das schon im Freundeskreis miterlebt habe, dass Leute einfach über ihr Budget hinaus planen. Das ist doch kein schöner Start in die Ehe, wenn ihr gleich mit Schulden startet und nicht wisst, wie ihr eure Rechnungen bezahlen sollt. Viele machen den Fehler, dass sie rechnen mit Geld, das ihnen gar nicht zur Verfügung steht. Zum Beispiel, ja, das geben wir jetzt schon aus, weil unsere Gäste schenken uns so viel zurück, dass sich die Kosten alle decken werden. Habe ich alles schon mitbekommen. Das funktioniert nicht, weil eure Gäste gar nicht wissen, wie viel Geld ihr für sie ausgibt. Es denkt doch keiner daran, wenn er die Einladungskarte aufmacht, dass sie vielleicht 5 bis 10 Euro gekostet hat. Die rechnen vielleicht ein bisschen das Essen zusammen am Abend, Kaffee und Kuchen, das wird schon nicht viel kosten, und schenken euch vielleicht maximal die Hälfte dessen, was ihr ausgegeben habt, und sind damit eh schon großzügig. Deshalb freut euch, wenn am Schluss was zurück in die Kasse kommt, wenn ihr ein kleines Plus habt, aber rechnet es nicht von vornherein in eure Ausgaben mit ein. Das wird nie funktionieren. Also, wie könnt ihr jetzt ein paar Sparmaßnahmen treffen? Ein ganz toller Tipp ist, einfach später mit der Trauung zu beginnen. Wenn ihr zum Beispiel erst um 16 Uhr die Trauung ansetzt, danach mit dem Sektempfang startet, kleine Häppchen schon als Vorspeise reicht, danach das Dinner startet um 18, 18:30 Uhr und als Dessert eure Hochzeitstorte serviert, lasst ihr eigentlich keinen wichtigen Punkt aus. Ihr habt alles mit drinnen, Kaffee und Kuchen fällt weg und ihr könnt euch da schon mal richtig viel Geld einsparen. Mein zweiter Tipp ist, heiratet nicht in der Hochsaison. Hier habt ihr überhaupt gar keine Verhandlungsbasis, weil eigentlich alle guten Dienstleister, alle beliebten Locations sowieso randvoll sind und sich ihre Kunden quasi aussuchen könnten. Hier könnt ihr einfach nur das Angebot akzeptieren. Wenn ihr im Winter heiratet, wo viele Lücken sind, dann könnt ihr verhandeln. Und dann habt ihr vielleicht auch ein frisches Personal, das sich richtig freut, dass jetzt was los ist. Mein nächster Tipp an euch ist, ihr könnt zum Beispiel auch bei der Musik schauen, ob ihr Musiker im Freundeskreis habt oder ob Freunde von euch Freunde haben, die gut Gitarre spielen können, die eure Trauung begleiten können. Und was auch ein guter Tipp ist, schaut doch mal in den örtlichen Musikschulen. Vielleicht gibt es da Nachwuchstalent, das für ein kleines Taschengeld eure Trauung begleiten würde. Bei den Einladungen solltet ihr darauf aufpassen, dass ihr kein Sonderformat wählt, das irgendwie von der Größe her anders ist als die Standardformen, und auch auf das Gewicht, weil sonst zahlt ihr für jede Einladungskarte extra Porto. Ich kann euch noch einen Tipp zur Band geben. Wenn ihr abends sowieso eine Band gebucht habt
und gerne nachmittags eine Begleitung hättet, die musikalisch untermalt ist, dann fragt in der Band, ob ihr einzelne Musiker auskoppeln könnt, die schon früher kommen. Ist oft günstiger, als wenn ihr separat nochmal extra einen Sänger bucht oder sowas. Ihr könnt noch dabei sparen, wenn ihr eine Location aussucht, bei der ihr nicht mehr viel umgestalten müsst, weil das wahnsinnig viel Zeit kostet und meistens auch viele Kosten mit sich bringt. Versucht, wenn ihr das zeitlich hinbekommt, so viel wie möglich selbst zu machen. Spart auch extrem viele Kosten. Und jetzt gebe ich euch noch meinen letzten Tipp, der passt zu vielen Kategorien, auch zum Budget. Sucht euch eine Location, die von der Personenanzahl begrenzt ist. Zum Beispiel, es passen maximal 60 Personen dort rein. Erstens könnt ihr so gezielt auswählen, wen ihr wirklich dabei haben wollt. Und wenn da jemand jetzt auf eine Einladung hofft, die ihr aber nicht kriegt, könnt ihr immer rechtfertigen, ja, aus Platzgründen konnten wir leider nicht mehr einladen. Und ihr spart natürlich wieder Kosten. So kann ich eigentlich keiner beleidigt sein. Und wenn ihr jetzt noch mehr Tipps haben möchtet, wie ihr euer Budget sinnvoll verteilt, auf was ihr wirklich alles achten müsst, was es alles für Punkte gibt, die zu einer Hochzeit dazugehören und wie viel eigentlich auch die einzelnen Punkte kosten dürfen. Wie viel kostet dann im Schnitt ein Brautkleid oder was kostet ein guter Hochzeitsfotograf oder ein guter DJ? Dann könnt ihr uns gerne auf unserer Website besuchen, www.hochzeits.academy, und dort findet ihr nochmal ganz viele Tipps. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeischaut und hoffen, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich hoffe, euch hat das Video zum Budget gefallen. Wenn es so ist, dann hinterlasst doch gerne einen Like oder teilt es, damit auch andere Brautpaare erfahren, wo sie sparen können. Mich würde noch interessieren, was habt ihr denn für Tipps? Was sagen eure Freunde? Was habt ihr so gehört, wo man am meisten einsparen kann? Und habt ihr eine besondere Frage, die euch besonders beschäftigt, auf die ihr gerne eine Antwort hättet? Schreibt sie gerne hier unter das Video in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Planen und viel Erfolg dabei.